Jetzt kommt der Redebeitrag auf Deutsch. Wir stehen dazu, wie wir es als Allmende kurz nach dem Aufliegen der NSU-Morde November 2011 festgehalten haben. Der Staat ist verantwortlich für die rassistischen NSU-Morde. Daher ist für uns die Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex nicht abgeschlossen. Also sagen wir, kein Schlussstrich. Denn während die NSU-Mörder durch das Land zogen, wurden die Opfer und deren Angehörige diffamiert, kriminalisiert und ihrer Lebensperspektive beraubt. Denn der Umgang der Ermittlungsbehörden mit den NSU-Morden war offensichtlich rassistisch. Es wurde verschwiegen, vertuscht und geduldet. Unmengen von Akten wurden vernichtet, Zeugen aus dem Verkehr gezogen. Der NSU-Prozess hat nach 5 Jahren weder die Hintergründe noch die staatliche Unterstützung aufgeklärt. Verfassungsschutz und sonstige Sicherheitsbehörden wurden nicht verboten, im Gegenteil, deren Aufgabenbereich wurden erweitert. Die Strafurteile sind nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die bittere Tatsache der deutschen Zustände auch heutzutage ist aber, Hunderte von zum Teil mit Schusswaffen bewaffneten Nazi-Banden werden mit Haftbefehl gesucht, aber vermeintlich nicht gefunden. Jedes Jahr werden Hunderte von Angriffen und auf Geflüchtete und deren Unterkünfte verübt. Die Diffamierung, Kriminalisierung und Hetze gegen Geflüchtete und Migrantinnen wird verstärkt fortgeführt. Sie werden durch mediale Diskurse permanent als Belastung und als ein Problem der Sicherheit dargestellt. Die AfD wird nicht nur hofiert, sondern deren Stil und Forderungen werden von den Regierungsparteien nachgeeifert. Tausende Menschen ertrinken sehenden Auges im Mittelmeer, während die Festung Europa noch dichter gemacht wird. Abschiebungen und Abweisungen bzw. Internierungen in Lagern werden intensiviert. Abkommen mit Transitländern und die Installation von Lagern werden noch verstärkter forciert. Rassistisches Überlegenheitsdenken mit Begriffen wie Leitkultur und Integration werden aufrechterhalten. Mit den Begriffen wie Gefährder wird die Polizeigewalt ausgeweitet und der Überwachungsstaat legitimiert. Diese Liste kann lange fortgesetzt werden. Aber uns bleibt nichts anderes übrig, als den Widerstand gegen Nazi-Angriffe und den Kampf gegen den rassistischen Gesellschaftskonsens möglichst breit zu organisieren. Und jetzt kommt der letzte Satz. Und unser Ziel bleibt ein gleichberechtigtes Zusammenleben in einer solidarischen und rassismusfreien Gesellschaft. Allmende.